ausgeladenen Anker. Im Tal, dort wo früher die Käshütte gestanden ist, rotzen jetzt ein paar gruselige Betonklötze aus dem Boden. Das ist jetzt halt so. Die Stadt lässt sie säuferlich, aber sicher voraus, über ihre Grenzen aus. Aber selbst die Zeit, wo Schertani noch ihre Talkäsekoche geregentet hat, da war die Käserei schon eine alte, verlotterte Tätschütte. Der Dachstock ist ganz die Scherbis auf den Mauern geruppet und bei jeder Straubhausen hat man müssen Angst, dass die Luft in die Schingeln samt allem, was drunter ist, fort. Das Eingericht der Käsekoche hat auch nicht die brevere Gattung gemacht. Der Käsepressel hat Straube, Kleck und Spell gehabt. Der Feuerwagen hat man nur noch mit Mühe und Not und eh wieder nicht mit einem tollen Gesatzfluchen von einem Kessi unter das andere können fahren. Und die Waage war verrostet und verblätzt. Die Käsekoche und die Milchgade waren vom vielen Rauchhafen zwei feistere Löcher und die Wohnstube hatte auch der Zimmermann nötig, weil vom Riemli-Boden kein Laden mehr ganz war und der Wurm im Täfer gar unerkannt gehausastet hat. Schertani hat mehr um ihn zu dem Gehöt gepasst. Er war darum eigener Kutz. Und ich glaube, er wäre in einem neumodischen Eingericht nicht halb so Bas gewesen. Red hat er nicht viel. Etwa gerade was hätte müssen sein. Und das dafür dann deutlich genug. Wunderbar, wenn ihm pur das Milchkirn nicht sauber gewaschen haben, hat er können gichtigen werden. Und gar aussöd mit einem Poleten. Dass er hingegen unter einem Brustlatz, sondern ein gutes Herz, und für ein armes Knechtli ein Gespüri hatte. Das hat sich erwiesen, wo einst an einem Samstagabend Marti Benz in die Käsekoche eingetrappet ist. Jeden Abend um diese Zeit war Schertani gerade am Vorkäse. Kreuz und quer ist er mit der Käseharpe durch die Dickete gefahren und hat darauf ein Gesatzli angefangen zu rühren, bis der weisse Käsegauer zu kleinen Bitzli geworden ist. Benz ist am Kessirand gestanden und hat dann ins Werk gemustert. Selbst Zeit hat man noch nichts gewusst von Rührwerk. Da hat der Käser wohl wo drüben zwei Stunden von Hang müssen rühren, bis der Käse nachher war, zum rausnehmen. Nach dem Kerli hat dann die Harpfen mit dem Brecher getauscht und Benz befohlen, er soll mit dem Feuerwagen unter das Kessi fahren und ein paar buchige Scheiter auf das Feuer legen. Benzli hat sie nicht wenig gemeint, wenn er dem Käser hat dürfen handlangern. Führer hat jetzt um die 9 ein bisschen Käse oder einen Schnäffel Ziegen rausgeschaut. Als Benz seinen Auftrag hat verrichtet hatte, ist er ein Röngli in der Käsekoche in den Sommer geschlürmt, nach bei der Waage breitspurig geblieben stehen und hat die erste Lieferantentafel studiert. Leuenbergers im Eschblitz sind ihm am höchsten drin, danach Biglers und Fankhausers. Mieser Gottfried in Schatzschür hat auch noch Ordeli, oder Flückiger im Halli Milch gewusst noch eine taue Schwette im Vergleich zu seinem mageren Heimetli. Blaser im Wasserloch mal auf das Mal noch 10 Liter gemelchen. Seit er, dass es ihm ausgekommen ist, dass er fast durch den ganzen Sommer aus oder Schopfgebel gemolchen hat, ist er im Wüstenhingerli gekommen. Oh, das hat vorletzt an der heute gemeinen Straube ausgekesselt gegeben. Und bei uns hat er auch noch müssen. Gescheht ihm recht, dem Donstigswässerjung, hat Benz gedacht und ist weitergenoppet. Ein Milchgade zu. Auf der Fensterseite sind auf dem Lager gewiss mehr als ein Dutzend gefüllte Milchgebsen gestanden. Eine taue Schwette hat Benzli gesinnet und dazu an das Milchgeld gedacht, das da dann ausgezahlt wird. Sein Meister zaunet zwar aber nicht der Haufen. Die 3 Kuhli, die Benz zu besorgen hat, füllen ihm Bösding sein 20 Liter Brändli und im Winter kann er sein Milchli manchmal im Melchterli in die Hütte tragen. Dass da nicht der Haufen Milchgeld rausschaut, das kann man sich an den Schiele-Knöpfen abzählen. Und dass Benz als Meister nicht gross Knechtenlöhne zahlen kann, das hat auch der Melcher begreifen. Hingegen zu essen, das hat manchmal ein bisschen mehr Schmutz und oben einmal ein Schnäffel Fleischiges erleiden. Nur eben, er hat auch gewusst, dass er nicht mehr grosse Ansprüche machen kann. So einen alten Gritti Mann nicht mehr gross stricken verreissen und muss froh sein, wenn er sie an einem Ort still haben kann. Im Talkäshütli hat es noch keinen Kühlschrank gehabt. Man hat den Anke einfach ins kalte Brunnenwasser getan und die Leute, die ihn nachher gegessen haben, sind gleich gesund geblieben dabei. Ein Benz ist das Wasser im Mund zusammengelaufen, wo er die 2,5 Kilo Anke bauen und etwa ein Dutzend Halbfingermödeli im Brunnentrog gesehen schwimmen. Das arme Knechtli hat eben nie Anke gesehen, wenn er etwa das Milchgaden inspiziert hat.
wohlverstanden, gesehen, von Essen gar nicht zu reden. Benz war sonst ein grundehrlicher Mensch. Er hätte ihm dann niemand etwas anhängen können, potztausend nein. Aber hinecht hat es ihn doch gelustet, so ein Halbfunkmödel in den Sack zu stossen. Er braucht ja kein Papier, nein, dieser Weg ärgerlich ist man dann nicht. Und dazu, wenn er sie nicht mehr lange zoomen würde und gerade heimging, so hat der Anke gewiss noch kein Stallgeschmäckli. So hat Benz sich hergesinnet und gewährweiset, mit dem Gewissen geneiset, um Recht und Unrecht. Hey, so ein bisschen Schmutz, wegen dessen verlumpen doch keine Reihgenossenschaft nicht. Und wie gesagt, ihm tät's mehr wieder noch mal gut, einmal den Hals und die Arme zu halben. Rösti hat ja hinten mit Türe wieder gestoben wie ein Mausack. Warum sollte man denn da nicht einmal mit Anke nachhelfen, wenn man gerade gegeben kann? Benz schillt das Säuferli zur Türe aus. Der Käser sieht es nicht. Er rührt noch gegen Erstig im Kessi. Benz, wer weiset wieder, soll ich oder soll ich nicht? Er geht am Brunnentrog vorbei, kehrt wieder um. Jetzt wär's günstig. Er bückt sich Säuferli und regt auch nicht Trog. Donner Schiess, ist das Wasser kalt. Jetzt spürt er ein bisschen. Aber das ist ein grosser, auch wegen 5 Kilo Bauen. Aber da, was macht es auf den Hosensack, wenn er es ein bisschen zusammendrückt? Handli reckt er danach, zieht es raus und versorgt es im Sack. Der Käser hat es nicht gesehen. Benz schnauft auf. Er spürt das Herz bis zum Halszäpfli hochdoppeln. Gelassen schlarpert er wieder raus in die Käseküche, schaut noch einmal die Lieferantentafeln, steuert nachher die Türe zu und sagt: Gute Nacht, Käser. Schlaf dir gut. Wie aus dem Traum fährt Schädani auf und meint: Warte noch ein Augenblick, Benz. Solltest du mir noch heute ein paar Umgänge rühren, muss gewiss heute auf das Häuschen. Das Knechtli fährt schier zusammen, ohne es der Käse noch einmal anspannen will. Aber Benz weiss auch, dass man beim Käse nicht einfach davonlaufen darf. Dass man muss zum Käse schauen muss und mit der Temperatur lässt sich auch nicht spassen. Darum ist er jetzt noch einst zum Käse zugetrappt, hat den Brecher in beide Füße genommen und sich vom Käse abschulen. Bis um 8:30 sollte der Käse 43 Grad warm sein. Wenn ich bis dann nicht zurück bin, fahrst du mit dem Feuerwagen unter dem Käse fort und rührst gleichmässig weiter. Benz hat 2-3 Mal genickt, zum Zeichen, dass er dann ins Kunzein gekopft hat. Danach hat der Käse die hintere Hüttentüre zugeschlitzt, wo sich eine gute halbe Stunde nicht mehr zeigt. Benzli war im Klee. Daheim musste er ihre Dreckbüte machen. Und da, bei Schädani, hat er sogar dürfen im Kessi rühren. Ungeheuschen sogar. Das ist eine Arbeit, die man nicht jeder Lehrbub machen kann, Botzapper muss nein. Ganz sicher ist er, der Grabenbenz, auch etwas dran zu schuld, wenn er das ein Prima-Käse gibt, hat er gesinnet. Nicht alles, Bütis nein. Er hat ja wohl gewusst, dass es zum guten Klingen mehr braucht, wie der Menschenhang. Schärdani hat schon manchmal gesagt, wenn der Segen nicht dabei sei, dann nütze ich alle Viertel nichts. Benz hat jetzt viel daran gegeben, wenn er etwa 40 Jahre von seinem Leben hätte zurückdrehen können. Er wäre auch ein kaum ein armütiges Knechtchen geblieben. Der gute Benz hat eben nicht geahnt, dass ihm Sorgen warten, ob man ein armes Knechtchen oder ein mächtiger König sei. Hingegen die Plänschmiede ist ihm gegenerlaubt und tut alben einmal ganz gut. Ömmel Benz ist es so vorgekommen. Vor lauter Spintisieren hat er bald den Thermometer vergessen. Kräftig hat er weitergerührt, dass es im Kessi einen tauben Wirbel gegeben hat und Käsekönchen wie Sturm das umgefahren sind. Grosse Schweißtröpfe sind ihm von der Stirnen über die Nasen abgefahren und im kräutscheligen Schnauz bleiben stecken. Ja, es hat halt ordentlich warm gemacht, das Kessi-Feuer. Aber er hat sie gern gelitten. Da in der Käseküche ist er immer noch etwas Nutz und die Arbeit wird estimiert. Als der Blaustrich im Thermometer 3 Grad oben her 40 geklettert war, hat Benz mit dem Feuerwagen unter das Wasserkessi überfahren. In der Hang hat er noch weiter gerührt, so gut dass es gegangen ist. Mit der anderen hat er den Wirbel gedreht. Aber eben, das Hantieren mit dem alten Eingericht muss verstanden sein. Der Feuerwagen hat er schon unter dem Käsekessi vorgebracht, aber nicht weiter. Ausgerechnet zwischen beiden Kessen ist der Ketzer bleiben stecken. Benz hat mögen knorzen und beisten, die tausend Rädchen hei und hei einfach nicht weiter wollen. Es wäre ja nicht halb so schlimm gewesen, wenn der Wagen nicht noch voll glühige Scheiter wäre gewesen und Benz die Hosenröhren auf gar unerkannt an die Scheichel gebrannt hätte. Wo ist echt der Käser so lang?
Unser Reim möchte ja in dieser Zeit dreimal pro das Geschäft verrichten, hat Benz brummelt und ging wieder nach der hinteren Hüttentür gesperrt. Gerade hat er wollen um Hilfe rufen. Da ist der Käser unter der Tür gestanden und hat das Kerl sein ungefälliges Knechtchen geschaut. Danach hat er mit beiden Füßen den Wirbel gepackt, ein paar Mal hin und her gefiegt und danach ist er übergekarrelt, der bockbeinige Feuerwagen, den Benz so schuderhaft heiss gemacht hat. Benz schnauft die Feier ein bisschen auf, als der Käser zu ihm sagt: «So, Benz, jetzt kannst du dir zum Kochenschaft über einen tollen Ankerbock machen. Du hast es verdient und das mehr wieder nur.» Aber gleichzeitig fährt Benz wie ein geiler Klopf durch den Sinn, Franken im Hosensack. Was er vorhin vor lauter Aufregung und Werken nicht gemerkt hat, das spürt er jetzt umso besser. Ganz warm und feucht rünnelt ihm der Anker die Hosenröhren ab. Das Kessefeuer, das hat ihm der Bogen gegeben. «Es ist nur gut, hat der Käse nichts gemerkt. Ich müsste mich mir Lebtig schämen und dürfte nie mehr Schritte in die Käseküche tun», hat Benz gesinnet und ist zur Tür aus. Der Käser ist wieder am Käse gestanden und hat sein Werk verrichtet. Er hat wohl gemerkt, dass Benz hinter dem Küchenschaft nichts nachfragt und schier gestabelige mit vermoseten Hosenröhren der Hüttentüre zu hat und ein Säuferli hinter sich zuzieht. Gesagt hat er nichts. Nur die Mulecken haben sich für ein Kerl in die Breite gezogen. Das halbfüngige Ankenmödeli hat ihn nicht gerollt. Von wegen, er hat Benzlis Schnauzige doktern damit.